Liebe Kartell- und Bundesbrüder, ich grüße Sie herzlich alle zum Ende dieses Jahres und zum Beginn eines neuen Jahres. Übergang. Wir gehen von einem Kalenderjahr ins andere. Und zwar ist das nur ein künstlicher Übergang, aber doch gibt es uns Gelegenheit, zurückzublicken, vorauszuschauen. Vor 8 Tagen feierten wir Weihnachten. Gott wird Mensch, Gott wird klein, Gott wird Fleisch, Gott nimmt unsere Bedingungen, unsere Existenzbedingungen an, damit auch wir anerkennen, was die Grenzen unserer Existenz sind. Und wer hätte nicht letztes Jahr anerkennen müssen, dass unserer Existenz und unserer Macht Grenzen gesetzt sind? Ein kleines Virus ganz groß, ein kleines Virus regiert, ein kleines Virus lockdownt die ganze Welt, ein kleines Virus bringt auch unser Verbindungsleben zum Erliegen. Ein kleines Virus führt uns in unsere 4 eigenen Wände zurück. Ein kleines Virus bewirkt, dass wir nur noch per Zoom, per Telefon, von Ferne miteinander kommunizieren, einander nicht mehr treffen. Viele Menschen sind gut durch die Krise gekommen, aber manche, auch Kartell- und Bundesbrüder, mussten mit vielen Problemen umgehen. Manche hatten wirtschaftliche Schwierigkeiten, manche menschliche Schwierigkeiten, sogar Tragödien. Vergessen wir sie nicht. Denn Gott wurde, an Weihnachten haben wir das gefeiert, Mensch, damit wir menschlich sind. Unsere Freunde, unsere Freundinnen nicht vergessen. Ihnen Zuneigung zeigen. Neujahr, das ist der Schritt in die Zukunft. Neujahr ist der Oktavtag, wie wir sagen, von Weihnachten. Es ist die Vollendung, dann soll Weihnachten wirklich ankommen. Und Neujahr ist auch Weltfriedenstag. Ich wünsche euch allen und ich wünsche mir und ich wünsche unserer Kirche und ich wünsche unseren Ländern und ich wünsche dieser Welt Frieden. Auf das Frieden sei im nächsten Jahr. Dafür wollen wir tun, was in unserer Macht liegt, und dafür wollen wir beten, weil eben nicht alles in unserer Macht liegt. Ein gutes neues Jahr. Herzlichen Gruß.